Moin moin, ich bin der Mirko und ich wäre neulich fast vom Stuhl gekippt, als ich mir mal die PS3-Version von Mittelerde Mordors Schatten angeguckt habe. Und zwar nicht, weil das Spiel so beeindruckend ist, sondern weil es auf der alten Sony-Kiste so unfassbar schlecht läuft. Hier sind drei Gründe, warum ihr Mordors Schatten auf keinen Fall für die PS3 kaufen solltet. Die Grafik. Ich sag's einfach mal, wie es ist. Mordors Schatten sieht auf der PS3 scheiße aus. Vor allem, weil das Ding flimmert wie die Hölle. Die Objektkanten sind ausgefranst, die Texturen total verwaschen und die Charaktermodelle ein schlechter Witz. Überall, wo ich hinguck, zuckt's und krieselt's und ploppt's. Ach, und apropos Mordors Schatten. Die Schatten, die sehen so aus. Die Performance. Wenn ich's nett formulieren müsste, würde ich sagen, Mordors Schatten hat keine Performance. Jetzt mal im Ernst. Es vergeht keine Sekunde ohne Ruckler. Da reicht schon ein Kameraschwenk aus, um die Bildrate in die Knie zu zwingen. Noch brutaler wird's allerdings, wenn ich auf so einem gezähmten Karako reite. Dann ist Daumenkino angesagt. Das ist unerträglich. Wie soll ich denn im Kampf im richtigen Moment kontern, wenn das alles im Schneckentempo läuft? Und die Ladezeiten erst. Da will ich einfach mal kurz in die Weltkarte, um mich zu einem Turm zu teleportieren, und dann dauert das ewig. Und das dauert. Und dauert. Dauert immer noch. Hallo? Karte? Spielwelt? Ich will einfach nur von A nach B. Mein Gott, nach 17 Sekunden, endlich. Das beschnittene Nemesis-System. Die Entwickler haben sogar das Hauptfeature des Spiels zurechtgestutzt. Das Nemesis-System funktioniert zwar weiterhin wie gewohnt, aber schon nach wenigen Spielstunden habe ich den Eindruck, jede Ork-Fratze mal gesehen zu haben. Die Grünhäute sehen sich nämlich alle recht ähnlich und tragen meistens die gleichen Waffen oder Rüstungen. Naja, zumindest sieht's so aus, denn mit den Texturen ist das so eine Sache. Mordors Schatten ist auf der PS3 kaum mehr als ein Schatten seiner selbst. Ich meine, dass so ein umfangreiches Open-World-Spiel nicht ohne Einbußen auf der alten PS3 läuft, ja klar, das ist selbstverständlich. Aber GTA 5 und selbst das aktuelle Far Cry 4 zeigen, dass man mit etwas Mühe noch einiges aus der alten Sony-Kiste rausholen kann. Der momentane Zustand von Mordors Schatten ist deshalb eine absolute Frechheit.